Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ich bin Annika. Mit diesem 20-minütigen Pilates-Workout kannst du deinen Bauch und deine Rumpfmuskulatur so richtig einheizen. Alles, was du benötigst, sind ein paar Minuten Zeit für dich und deine Matte. Viel Spaß! Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Platziere deine Handgelenke unter deinen Schultern, deine Knie unter den Hüftgelenken. Mit der nächsten Einatmung lass den Bauch langsam sinken, schieb das Brustbein sanft nach vorne und atme aus, drück dich vom Boden weg, runde den Rücken. Atme ein, lass den Bauch sinken, Kau. Atme aus, drück dich vom Boden weg, Cat. Atme ein, Kau. Atme aus, Cat. Atme ein, lass den Bauch sinken, schieb das Brustbein nach vorne. Atme aus, zieh den Bauch nach innen, runde den Rücken. Atme ein, schieb das Gewicht nach hinten, lass den Bauch sinken. Und atme aus, schieb dich in einer Wellenbewegung mit rundem Rücken nach vorne. Atme ein, schieb dich nach hinten. Atme aus, roll dich nach vorne. Atme ein, schieb dich nach hinten. Atme aus, roll nach vorne, zieh den Bauchnabel nach innen. Atme ein, Gewicht nach hinten. Atme aus, schieb dich nach vorne auf die Hände. Atme ein letztes Mal nach hinten, dann setz deine Unterarme auf, setz die Ballen auf und komm in den Unterarmstütz. Zieh den Bauchnabel nach innen, komm in eine gerade Linie. Deine Körpermitte ist fest aktiviert, dein Scheitel zieht nach vorne, deine Fersen nach hinten. Lass deine Schulterblätter nach unten ziehen, Richtung Hüfte und atme ruhig und tief. Jetzt beginne den Körper vor und zurück zu schieben. Bleib dabei in einer geraden Linie. Schieb dich nach vorne, etwas über die Hände. Schieb dich nach hinten, Richtung Fersen. Zieh den Bauchnabel nach innen. Atme ruhig weiter und halte den Blick nach unten ausgerichtet. Dein Scheitel zieht dich nach vorne. Drück die Unterarme fest in den Boden. Das letzte Mal vor und zurück. Komm wieder in der Mitte an und dreh deinen linken Unterarm Richtung Bildschirm. Komm in einen Seitstütz auf dem linken Unterarm und richte bei der Einatmung den rechten Arm nach oben auf. Atme aus, lass den rechten Arm zu Boden sinken und wechsel die Seite. Atme ein, heb den linken Arm nach oben ab. Atme aus, setz den linken Arm ab. Atme ein, richte den rechten Arm Richtung Decke auf. Atme aus, wechsel die Seite. Atme ein, streck den linken Arm nach oben. Atme aus, wechsel die Seite. Atme ein, der rechte Arm steigt auf. Atme aus, wechsel die Seite. Atme ein, heb den Arm, streck dich nach oben, bleib dabei in einer geraden Linie. Atme aus, wechsel die Seite. Atme ein, rechter Arm Richtung Decke. Atme aus, beide Unterarme auf den Boden. Atme ein, richte den linken Arm nach oben auf. Atme aus. Noch einmal von einer Seite zur anderen. Atme ein, richte den rechten Arm nach oben auf, streck dich lang nach oben. Atme aus, wechsel die Seite. Atme ein, heb noch einmal den linken Arm. Atme aus, komm in die Mitte zurück und lass dein linkes Knie Richtung Boden sinken. Dreh den linken Unterschenkel nach hinten und komm auf deine linke Hand. Setz das rechte Bein gestreckt zur Seite ab und bring den rechten Arm an dein Ohr. Heb dein rechtes Bein ab mit der Ausatmung. Zieh Knie und Ellbogen zueinander. Atme ein, streck das rechte Bein wieder lang aus. Atme aus, Crunch. Atme ein, streck dich lang aus. Atme aus, Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein, mach dich wieder lang. Atme aus, spann die seitliche Bauchmuskulatur an. Atme ein, mach dich noch einmal lang. Atme aus, setz das rechte Bein ab. Atme ein, atme aus, bring das linke Knie und den rechten Ellbogen zueinander. Atme ein, lass das Knie sinken. Atme aus, Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein, lass das Bein sinken. Atme aus, Gewicht auf den rechten Fuß. Atme ein, lass dich wieder zurücksinken. Atme aus, Crunch. Atme ein, setz das Knie noch einmal ab. Heb das rechte Bein wieder ab. Mit der nächsten Ausatmung zieh Ellbogen und Knie wieder zueinander. Mach dich wieder lang mit der Einatmung. Atme aus, Crunch. Atme ein, mach dich lang. Noch zwei davon. Atme aus, zieh Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein, mach dich lang.
Zieh den Bauchnabel nach innen, spann die seitliche Bauchmuskulatur an und lass das Bein sinken. Atme dort ein und mit der Ausatmung zieh Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein, setz das linke Knie wieder ab. Atme aus, Ellbogen und Knie ziehen zueinander. Atme ein, richte den Ellbogen wieder auf. Atme aus, drück den rechten Fuß in den Boden. Atme ein, lass das Knie wieder sinken. Letztes Mal. Atme aus, Crunch. Atme ein, lass das Knie wieder sinken. Und wir wechseln die Seite. Setz die rechte Hand am Boden ab, streck das linke Bein zur Seite aus und bring den linken Arm hinter dein Ohr. Heb das linke Bein ab, atme aus, zieh Ellbogen und Knie zueinander, atme ein, mach dich lang. Atme aus, zieh dich seitlich zusammen und atme ein, streck dich wieder lang aus. Atme aus, Crunch. Atme ein, mach dich lang, letztes Mal. Atme aus, Ellbogen und Knie zueinander, atme ein, mach dich wieder lang, atme aus, setz das linke Bein ab. Atme hier ein, atme aus, rechtes Knie und linke Ellbogen ziehen zueinander, atme ein, setz das Knie wieder ab, atme aus, Crunch, atme ein, lass das Knie sinken, atme aus, Crunch, atme ein, richte den linken Ellbogen wieder auf, atme aus, Ellbogen und Knie zueinander, atme ein, Knie Richtung Boden, atme aus, ein letztes Mal Crunch, atme ein, rechter Unterschenkel zum Boden, heb das linke Bein wieder ab. Mit der nächsten Ausatmung zieh dich seitlich zusammen, Ellbogen und Knie zueinander, atme ein, mach dich wieder lang. Atme aus, Crunch. Atme ein, streck dich lang aus. Atme aus, Crunch. Atme ein, streck das linke Bein lang aus, ein letztes Mal. Atme aus, Crunch. Atme ein, mach dich lang, setz das linke Bein wieder ab. Atme hier ein und atme aus, unteres Knie zum Ellbogen und atme ein, setz das Knie wieder ab. Atme aus, Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein, setz das Bein wieder ab. Atme aus, Crunch. Atme ein, absetzen. Letztes Mal. Atme aus, Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein, setz das Bein ab. Sehr gut, dann komm langsam zum Sitzen. Streck die Beine nach vorne aus. Richte den Oberkörper auf und streck deine Füße. Jetzt lass den Oberkörper langsam nach hinten sinken. Zieh den Bauchnabel nach innen. Und wölbe ganz leicht den unteren Rücken. Streck die Arme nach vorne aus, als hättest du einen Ball zwischen den Händen. Bewege jetzt die Arme in 8er-Bewegungen von einer Seite zur anderen. Je größer du die 8 machst und je tiefer du den Oberkörper nach hinten sinken lässt, desto intensiver wird diese Übung. Atme ruhig ein und aus, zieh den Bauchnabel nach innen und strecke die Fußspitzen lang nach vorne aus. Wenn es für dich angenehmer ist, dann winkel deine Beine etwas an. Langsam und kontrolliert bewege dich in 8er-Bewegungen von einer Seite zur anderen. Halte die Arme dabei gestreckt. Halte deinen ganzen Rumpf aktiv. Komm dann wieder in der Mitte an und lass dich langsam auf die Unterarme sinken. Die Handflächen am Boden, drück die Unterarme fest in den Boden, die Schultern über den Ellbogen. Und streck deine Beine nach oben. Mit der nächsten Einatmung lass ein Bein sinken, atme aus, bring das Bein wieder nach oben. Atme ein, lass das andere Bein sinken, atme aus, bring es wieder nach oben. Atme ein, das Bein sinkt, atme aus, heb es wieder ab. Halte den Bauchnabel nach innen gezogen, halte den Oberkörper möglichst lang und drück dich mit den Unterarmen vom Boden weg. Atme ruhig ein und aus. Mit der Einatmung lass das Bein sinken, mit der Ausatmung heb das Bein wieder ab. Noch eine Wiederholung auf jeder Seite. Lass noch einmal das Bein sinken und lass es wieder aufsteigen. Jetzt hab das Gefühl, du klebst deine Beine zusammen und beginne sie lang gestreckt kreisen zu lassen. Erst viermal in die eine Richtung. Atme ein, während du die Beine über die Seite sinken lässt und atme aus, während du sie wieder aufsteigen lässt. Langsam und kontrolliert, möglichst große Kreise. Deine Körpermitte bleibt fest aktiviert und wechsel dann die Richtung. Halte die Beine zusammengedrückt und lass die Beine lang gestreckt über die Seite kreisen. Drück die Unterarme fest in den Boden und sinke nicht zwischen den Schultern ein. Ein letzter Kreis. Sehr gut, dann setz die Füße am Boden ab und lass dich langsam auf den Rücken sinken. Heb die Unterschenkel in eine Tischposition. Zieh den Bauchnabel nach innen. Heb die Schulterblätter etwas vom Boden ab. Bring die Arme parallel zum Boden, die Handflächen nach unten ausgerichtet.
Pilates 100. Atme jeweils 5-mal stoßweise ein und aus. Pumpe mit den Armen auf und ab. Halte die Arme gestreckt, Blick über die Knie gerichtet. Atme 5-mal ein und atme 5-mal aus. Halte den Bauchnabel fest nach innen gezogen. Dein unterer Rücken bleibt am Boden. Pumpe mit den Armen kraftvoll auf und ab und atme immer 5-mal stoßweise ein und dann aus. Halt durch, wir haben es gleich geschafft. Heb die Schulterblätter noch ein kleines Stückchen höher vom Boden. Die letzten 10 Atemzüge hier. Halte durch. Und dann nimm die Knie Richtung Brust und lass den Kopf zu Boden sinken. Sehr gut. Lass die Beine ein paar Mal entspannt kreisen. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Lass den Atem wieder zur Ruhe kommen. Entspanne den Bauch. Bring die Beine dann wieder in eine Tischposition, die Unterschenkel parallel zum Boden und streck die Arme nach oben aus. Lege deine rechte Hand jetzt auf deinen linken Oberschenkel, baue langsam Druck auf, atme ein, streck das rechte Bein und den linken Arm lang aus, atme aus, komm wieder in die Ausgangsposition. Atme ein, rechtes Bein und linker Arm werden lang, atme aus, komm zurück in die Mitte. Atme ein, mach dich lang, atme aus, komm in die Mitte zurück. Geh in deinem Atemrhythmus weiter und verlängere immer das gleiche Bein und den gleichen Arm. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Schau, dass du deine Wirbelsäule in einer neutralen Haltung hast, dass du sie weder ganz auf den Boden nach unten drückst, noch in ein Hohlkreuz bringst. Halte die ganze Zeit den Druck zwischen der rechten Hand und dem linken Bein. Atme noch einmal ein, mach dich lang. Atme noch einmal aus und komm in die Mitte zurück. Dann streck wieder den rechten Arm Richtung Decke. Atme aus und zieh mit den Händen nach vorne. Atme ein, komm in die Mitte. Atme aus, crunch. Atme ein, Hände Richtung Decke. Atme aus, crunch. Atme ein, Hände Richtung Decke. Atme aus, zieh nach vorne durch die Fingerspitzen und leg den Kopf zurück zur Matte. Zieh den Bauchnabel nach innen. Halte die Unterschenkel parallel zum Boden. Heb die Schulterblätter ohne Schwung so weit wie möglich vom Boden weg. Noch eine Wiederholung. Dann leg deine linke Hand auf deinen rechten Oberschenkel. Atme ein, streck das linke Bein und den rechten Arm lang aus. Atme aus, komm in die Ausgangsposition. Atme ein, mach dich lang. Atme aus, komm in die Mitte. Atme ein, die Hand zieht nach hinten, der Fuß nach unten und komm in die Mitte zurück. Drück die ganze Zeit mit der Hand gegen den Oberschenkel und der Oberschenkel drückt dagegen. Zieh den Bauchnabel nach innen. Lass den Kopf entspannt am Boden liegen. Halte die ganze Zeit deine Körpermitte fest aktiviert. Zieh den Beckenboden nach oben. Streck dich noch einmal lang aus. Komm wieder zurück. Streck beide Arme Richtung Decke und streck die Beine aus. Flexe die Füße. Atme aus, zieh mit den Händen Richtung Füße nach oben. Atme ein, leg dich zurück. Atme aus, zieh nach oben. Atme ein, leg dich zurück. Geh in deinem Atemrhythmus weiter. Und zieh mit der Ausatmung immer die Körpermitte fest zusammen und heb den Oberkörper nach oben ab. Noch 2 Wiederholungen hier. Heb den Oberkörper noch einmal und entspanne. Sehr gut. Lass die Beine kurz Richtung Brust sinken. Streck die Beine noch einmal Richtung Decke. Leg die Hände hinter den Kopf und heb Kopf- und Schulterblätter vom Boden weg. Atme aus, bring den linken Ellbogen zum rechten Knie. Atme ein, komm in die Ausgangsposition, gleiche Seite. Atme aus, linker Ellbogen zum rechten Knie. Atme ein, komm in die Mitte zurück. Halte den Oberkörper abgehoben. Geh in deinem Atemrhythmus weiter. Dreh dich immer mit der Ausatmung nach rechts und streck das linke Bein lang aus. Zieh lang durch die Fußspitze nach vorne. Noch 3 Wiederholungen hier. Ohne dass du am Nacken ziehst, heb deinen Oberkörper so weit wie möglich vom Boden. Jetzt wechseln wir die Seite. Bring den rechten Ellbogen zum linken Knie und komm wieder zurück in die Mitte. Atme aus, rechter Ellbogen zum linken Knie, atme ein, komm in die Mitte. Halte den Oberkörper abgehoben, deine Ellbogen sind zur Seite ausgerichtet. Hebe die Schulterblätter so weit wie möglich vom Boden weg, ohne am Nacken zu ziehen und halte die Körpermitte fest aktiviert. Wir sind bei den letzten Übungen, halt noch mit mir durch. Noch 2 Wiederholungen hier. Noch ein letztes Mal zur linken Seite.
dann entspanne. Winkel die Beine an, atme tief durch. Bring die Beine wieder in eine Tischposition. Leg die Hände hinter die Ohren und heb den Oberkörper vom Boden ab. Atme ein, tippe kurz mit den Zehen auf den Boden, atme aus, heb sie wieder ab. Atme ein, tippe kurz zu Boden, atme aus, heb die Beine wieder ab. Deine Körpermitte bleibt fest aktiviert, zieh deinen Beckenboden nach oben und schau, dass du nicht in ein Hohlkreuz fällst. Halte den Oberkörper abgehoben, deine Ellbogen zeigen zur Seite. Schau, dass du nicht in deinem Nacken ziehst. Noch zwei Wiederholungen. Noch ein letztes Mal. Dann schließen wir diese Sequenz mit Bicycles ab. Bring den linken Ellbogen zum rechten Knie und wechsel zur anderen Seite. Jede Bewegung bekommt einen Atemzug. Zieh den Bauchnabel nach innen und dreh dich von einer Seite zur anderen. Bring immer Ellbogen und Knie zueinander und streck das andere Bein lang nach vorne aus. Noch 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Sehr gut. Dann entspanne. Atme einmal tief durch. Schwing dich zum Sitzen nach oben und wir gehen in unsere letzte Sequenz. Komm in einen Unterarmstütz. Dann drück dich nach oben, komm in eine Liegestützposition. Atme aus, bring das rechte Knie zum rechten Ellbogen. Atme ein, mach das Bein wieder lang. Atme aus, rechtes Knie zum linken Ellbogen. Atme ein, setz zurück. Atme aus, linkes Knie zum linken Ellbogen. Atme ein, wieder lang. Atme aus, linkes Knie zum rechten Ellbogen. Setz es wieder ab. Zieh das rechte Knie erst zum rechten Ellbogen, dann zum linken. Wechsel die Seite. Linkes Knie zum linken Ellbogen. Zum rechten Ellbogen. Wechsel die Seite. Noch eine Wiederholung auf jeder Seite. Zieh das Knie unter dich, zieh den Bauchnabel dabei fest nach innen und zieh noch einmal dein linkes Knie nach vorne. Dann schließen wir das Workout ab mit Mountain Climbers. Zieh immer abwechselnd ein Knie unter dich, atme ruhig ein und aus und renn mit mir auf die Zielgerade zu. Drück dich vom Boden weg und wir haben noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, geschafft. Yay, sehr gut. Lass dich langsam auf den Bauch nach unten sinken. Setz den Fußrücken am Boden ab, setz die Hände neben den Schultern ab und drück dich langsam nach oben in eine Cobra. Wenn du möchtest, dann setze die Unterarme auf den Boden, drück dich in einer Sphinx nach oben. Atme hier ruhig ein und aus. Dehne die Bauchdecke. Und lass den Oberkörper wieder sinken. Dann schieb dich langsam nach hinten in die Kindspose. Leg die Stirn am Boden ab, entspanne die Arme, die Schultern. Entspanne den Bauch. Und sei stolz auf dich. Dann rolle Wirbel für Wirbel nach oben zum Sitzen. Und setz den linken Fuß nach vorne, komm in einen Ausfallschritt. Schau, dass dein linkes Knie über deinem Fußgelenk ist. Schieb dein Becken langsam nach vorne, halte die Beine leicht aktiviert. Und wenn du möchtest, dann strecke den rechten Arm nach oben. Dehne die Flanke, den Hüftbeuger. Lass deine Hüfte nach vorne ausgerichtet. Und streck dich weit zur Seite. Lass den Arm wieder sinken und wechsel die Seite. Stell deinen rechten Fuß nach vorne, aktiviere die Beine und schiebe langsam das Becken nach vorne. Dann lass, wenn du möchtest, den linken Arm nach rechts ziehen. Verlängere die linke Seite. Atme ruhig ein und aus. Schau, dass dein rechtes Knie über deinem Fußgelenk ist. Und löse die Dehnung langsam wieder. Dann komm in einen Fersensitz. Atme ein, streck dich lang nach oben aus. Und atme aus, lass den linken Arm weit nach rechts ziehen. Richte dich wieder auf,
und mit der nächsten Ausatmung lass den rechten Arm weit nach links ziehen. Richte dich nach oben wieder auf. Lass die Arme sinken. Atme ein, bring die Arme noch einmal nach oben. Und atme aus, bring die Hände vors Herz. Dann sind wir hier am Ende angelangt. Vielen Dank, dass du mit mir auf der Matte warst. Ich würde mich total über einen Like und einen Kommentar von dir freuen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss.